Sekunde, ich rechne das ganz kurz für Sie aus. Ja, Sie sind insolvent. Einen schönen guten Tag, meine lieben Hobbyracer und Freunde des gepflegten Motorradsports. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Heute gibt es das lang erwartete Frage-Antwort-Video. Ihr habt mir Fragen gestellt, sowohl hier auf YouTube unten in die Kommentare, als auch auf Instagram in die DMs oder wenn ich eine Fragerunde gestartet habe. Das Ganze habe ich mir mal ausgedruckt. Das heißt, ich habe die interessantesten, die wichtigsten oder die meistgestellten Fragen einfach mal ausgedruckt und werde jetzt der Reihe nach durchgehen und extra für euch beantworten. Für die Zukunft, wenn ihr weitere Fragen habt, haut sie wieder hier unter das Video. Oder schreibt sie mir auf Instagram, dann gibt es in Zukunft gerne weitere von diesen Fragenrunden. Wollen wir aber gar nicht lang rummachen, sondern starten rein in die erste Frage. Was genau arbeitest du, dass du so viel Zeit für die Rennstrecke hast? Oder nimmst du immer Urlaub? Und was hast du gelernt? Ja, fangen wir mal vorne an. Also ich bin im privaten Leben Informatiker. Das Ganze habe ich gelernt, Fachinformatiker Systemintegration, habe das Ganze dann noch in Kommunikationsinformatik studiert. Und ist auch genau der Beruf, den ich in meinem Alltag ausübe. Die Zeit für die Rennstrecke sowie auch das Budget ist da ein ganz expliziter Punkt dabei. Das heißt, ich muss mir genau wie alle anderen auch ganz normal Urlaub nehmen oder auf Überstunden frei nehmen. Und das ist auch genau der Punkt. Ich erlaube mir aktuell aufgrund von meiner Lebenssituation auf sehr viel zu verzichten und alles an Zeit und alles an Geld rein hier in dieses Hobby zu buttern. Wie finanzierst du dein Hobby? Wir wissen, es ist ein sehr, sehr teurer Sport, sehr, sehr teures Hobby, aber die Leidenschaft ist dahinter und ich habe jetzt dieses Jahr entschlossen, alles an Zeit und Geld eben da rein zu buttern und genau das durchzuziehen, um meinen Spaß damit zu haben und um für euch tolle Videos und Eventberichte produzieren zu können. Aber auf der anderen Seite, ich verzichte dafür auch auf sehr viel. Das heißt, ich trinke keinen Alkohol, ich mache keine Partys und gehe großartig feiern, ich rauche nicht oder habe sonstige andere Laster. Genauso brauche ich am wenigsten immer das neueste Handy, die neuesten Elektrogeräte oder die freshesten Klamotten oder ähnliches. Also bei mir fließt wirklich alles rein in mein Motorsport-Hobby. Muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er bereit ist, auf so Dinge zu verzichten, was es ihm wert ist, um dann entsprechend sein Hobby und seine Leidenschaft ausleben zu können. Wie viel verdienst du mit Social Media? Leute, ihr wisst es, bei mir immer offen, ehrlich, klar und transparent. Mit Social Media sage ich euch natürlich auch gerne meine Zahlen, was ich verdiene. Und zwar, kurz gesagt, nichts. 0 Euro. Um das Ganze ein bisschen detaillierter aufzudröseln, können wir ganz ehrlich sein, bei YouTube bekommt man kein Geld, solange man unter 1000 Abonnenten hat. Da kann man Videos schalten, so viel wie man will, man kann sie nicht monetarisieren, das heißt, es gibt kein Geld für Werbung und es ist auch schwierig, in so einem Bereich dann mit Kooperationspartnern irgendwie in Kontakt zu treten, um entsprechend dann Kooperationen platzieren zu können und darüber zu was zu verdienen. Wenn man 1000 Abonnenten erreicht hat und YouTube-Partner geworden ist, kann man seine Videos monetarisieren. Das heißt, die Werbung, die meisten, die keine Premium-Accounts haben, die kennen das auf YouTube. Vor einem Video erscheint dann irgendeine Werbung, die man nach einer bestimmten Zeit wegklicken kann und ähnliches. Diese Werbung kann man ab 1000 Abonnenten auf seine Videos schalten. Am Ende kommt damit aber trotzdem relativ wenig rum. Im Bereich Fahrzeuge, Automobil und Motorräder gehören natürlich auch dazu, ist das relativ weit unten angesiedelt. Man hat vielleicht Begriffe von CPM, RPM und so weiter schon mal gehört. Das ist in diesen Bereichen natürlich nicht so hoch, wie wenn man jetzt einen YouTube-Kanal im Bereich Finanzen oder ähnliches macht. Auf mich selber jetzt nochmal bezogen, wenn ich regelmäßig Videos raushau, ihr wisst es, jeden Sonntag 17 Uhr kommt ein neues Video, das heißt, das sind 4 Videos im Monat, je nachdem, wie viele Klicks die machen, mal mehr, mal weniger, sind wir im Schnitt bei YouTube Werbemoney von ungefähr 25 bis 40 Euro im Monat. Das Ganze unversteuert. So, das ist das, was man von YouTube einnimmt. Dazu muss man aber wiederum rechnen, abgesehen von dem, was das Finanzamt noch die Hand aufhält, dass man auch diverse Ausgaben hat. Das heißt, wie zum Beispiel für lizenzfreie Musik benutzen zu können, braucht man eine monatliche Subscription, die kostet aktuell noch
12 Euro um den Dreh. Dann hat man natürlich noch weitere Ausgaben für den Kanal an sich. Das heißt, um zu den Events zu kommen oder Equipment, das heißt Mikrofon oder Kamera oder Stativ oder SD-Karte und alles, was dazu gehört. Es muss natürlich auch von irgendwas bezahlt werden. Aktuell alles aus eigener Tasche. Das heißt, ich verdiene nicht genug mit irgendwelchen Einnahmen, um das Ganze zu refinanzieren. Das heißt, um am Ende mit Plus rauszugehen, bräuchte ich entsprechende große Kooperationspartner, um das Ganze dann irgendwie weiter finanzieren zu können. Aktuell, wie gesagt, alles aus eigener Tasche und ich gehe mit Minus aus dem Geschäft hier raus. Wie viel gibst du im Jahr circa aus für das ganze Hobby? Ja, das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage. Es richtet sich immer danach, wie viele Events mache ich? Wie viele Events im Inland, wie viele Events im Ausland, je nachdem wie weit man fahren muss, Fahrtgeld, Maut und so weiter kommt natürlich auch noch dazu. Dann Verpflegung, Unterkunft, muss ich irgendwo ein Hotel nochmal mieten, in der Box schlafen? Wie viele Tage geht das Event, wie viel Benzin brauche ich dafür? Bei welchen Veranstalter buche ich? Die einen sind ein bisschen teurer, die anderen ein bisschen günstiger. Und so weiter. Dann kommt natürlich noch ein ganz großer Faktor dazu, mit was für einem Motorrad fahre ich. Mit einer 600er, die verbraucht weniger Benzin, die hat einen niedrigeren Reifenverschleiß, die fährt vielleicht auch einen 180er Hinterreifen anstatt einen 200er Hinterreifen. Oder fahre ich halt wirklich die R1, wo ich dann viel, viel Sprit und Reifen verbrenne. Auf mich persönlich wieder bezogen, ich fahre aktuell R1, bin dieses Jahr 10 Events gefahren und das Ganze hat einen Haufen Geld gekostet. Um es euch nochmal im Detail aufzuschlüsseln, kommt gerne gegen Ende des Jahres nochmal ein genaues Video, wo ich euch genau aufzähle, welche Events bin ich gefahren, was hat es gekostet, wie viel habe ich für Sprit verbraucht, wie viel habe ich für Eventkosten verbraucht, wie viel habe ich für Reifen verbraucht und. Das Ganze nochmal in einem komplett gesonderten Video, alles für auf eine Saison bezogen. Im Groben, um die Frage jetzt nicht unbeantwortet zu lassen, kann ich euch eins sagen, es bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Welche Kamera und Software benutzt du? Ich mache da auch gar kein großes Geheimnis drum. Ich habe noch kein großes Investment in eine gute Kamera gemacht. Ich meine, ihr seht es, die Aufnahmequalität ist vielleicht nicht die allerbeste im Vergleich zu anderen YouTube-Videos. Das ist was man sich Step by Step dazu kauft und immer weiter sein Equipment erweitert. Auf mich jetzt persönlich bezogen, solche Videos wie das, was ihr aktuell seht, Aufnahmen, wo es immer um mich geht, statische Aufnahmen und so weiter, mache ich aktuell mit einem iPhone 12 Mini und Aufnahmen, die dann während der Fahrt passieren, das heißt, wo mit Actioncam aufgenommen sind, benutze ich eine Insta360 One RS, eine GoPro 7 Black und dann noch zwei ältere GoPro 4s immer mal wieder für so Hinterradaufnahmen. Als Software an sich benutze ich zum einen entweder die Insta360 Software, die notwendig ist, um die Insta-Videos ein bisschen in Form zu bringen und zurecht zu cutten und am Ende die Videos an sich selber, die schneide ich mit Adobe Premiere Pro. Wie viele Veranstaltungen machst du pro Saison? Hierbei kommt es dann natürlich darauf an, wie viel Zeit und Geld ich bereit bin, da rein zu buttern. Normalerweise bewege ich mich da immer so zwischen 5 und 6 Events pro Saison. Das heißt, ich versuche über die Sommermonate immer so 1 bis 2 im Monat zu fahren. Jetzt dieses Jahr waren es ein bisschen mehr, da habe ich ein bisschen mehr reingebuttert und dann wurden es am Ende 10 Events. German Moto Masters 2024? Ja, German Moto Masters 24 oder jegliche andere Rennserie, egal ob das IBPM oder German Moto Masters oder Regio Cup oder was es sonst noch alles gibt, ist, kann ich ganz klar beantworten mit Nein. So leid es mir tut, so gern wie ich es machen würde, so spannend wie das wahrscheinlich auch wäre und so viel wie man dabei lernen kann, eine Rennsaison, einen Cup mitzufahren, ist einfach finanziell nicht machbar. Da muss ich ganz ehrlich sein, so gern wie ich es machen würde, es ist nicht möglich. So viele Reifen, wie man da braucht, die ganzen Events zu buchen, das Ganze drumherum, es ist einfach zu viel Geld. Ich habe bei dem Thema mit diversen Leuten gesprochen, die verschiedene Cups gefahren sind, aber alle sind am Ende auf den gleichen Nenner gekommen und haben gesagt, ohne Sponsor ist es fast nicht machbar, weil allein der Reifenverschleiß an jedem Wochenende so hoch ist. Du kannst natürlich mit einem Reifensatz im Vergleich zu einer Hobbyveranstaltung, wo du nur für dich selber über die Strecke nudelst und versuchst, deine persönliche Bestzeit zu fahren, kannst du bei einer Rennveranstaltung, bei einem Cup nicht ankommen. Das heißt, hier brauchst du einen Satz Reifen für die Trainings.
Du musst gucken, dass du in den Trainings schnell genug wirst, um eine gute Quali-Zeit zu fahren. Fürs Quali selber brauchst du einen frischen Reifensatz, um eine gute Zeit zu fahren. Und danach fürs Rennen selbstverständlich auch nochmal einen neuen Reifensatz, um konkurrenzfähig zu sein. So viele Reifensätze, wie hier innerhalb von einem Wochenende verbrannt werden, kann man sich am Ende einfach nur schwer leisten. Und das ist genau der Punkt, warum ich sage, okay, ohne Sponsor bin ich hier bei dem Thema raus. Es ist einfach zu teuer und mit der Anzahl an Reifensätzen kann ich als Hobbyfahrer mehrere Veranstaltungen fahren, wo ich dann auch mit einem angefahrenen oder abgefahrenen Reifen einfach noch ein paar Runden drehen kann. Was fährst du für eine Übersetzung? Ja, bezüglich zur Übersetzung kann ich euch sagen, ich habe die Übersetzung bei meiner R1 geändert. Schaut gerne mal hier oben nochmal beim Aufbauvideo von der R1 vorbei. Und zwar bin ich auf eine 520er Kette gegangen mit 1543er Übersetzung, außer für Hockenheim habe ich 1541er Übersetzung, weil die Parabolika entsprechend lange ist, wenn ich die GP-Variante fahre, dass ich mit 1543 in den Begrenzer kommen würde. Und das Ganze aber mit einer Kette mit 116 Gliedern, das heißt zwei Glieder länger, um den Radstand einfach ein bisschen zu verlängern, was gegen die Wheelie-Neigung bei der A1 extrem geholfen hat. Würde gern so einen Pulli von deinem Merch kaufen. Wie viel bleibt dir da? Will dich unterstützen und nicht die Hersteller oder Händler? Gibt's ein Spendenkonto? Bezüglich Merchandise gibt's aktuell nur die Pullis und T-Shirts unten bei Amazon, die verlinkt sind. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, die Amazon-Qualität finde ich persönlich ist nicht die beste. Deswegen habe ich es auch selten bis gar nicht in meinen Videos erwähnt. Und ich muss sagen, bei Amazon bleibt am Ende auch fast gar nichts bei mir hängen, ohne die Preise für die ganze Geschichte dann unendlich teuer zu machen. Das ist es mir persönlich nicht wert. Ich kann mit keinem guten Gewissen diese Artikel für euch weiterempfehlen und habe es deswegen auch ganz ehrlich noch nicht beworben. Allerdings bin ich aktuell da gerade an was dran, und zwar um besseren Merch in höherer Qualität zu günstigeren Preisen mit mehr Auswahl für euch produzieren zu lassen. Sobald da irgendwas spruchreif ist und ich für euch was produziert habe, was ich dann anbieten kann, mit einem guten Gewissen verkaufen kann, sage ich euch gerne Bescheid. Verlinke es dann wieder unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr mich darüber unterstützen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, hier unten direkt unter dem Video Kanalmitglied zu werden. Das heißt, mit einem Beitrag von 2 Euro pro Monat könnt ihr mir hier auch eine kleine Unterstützung zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Und als dritte Möglichkeit gibt es hier unten in der Videobeschreibung verlinkt die Möglichkeit, mir über PayPal eine Spende zukommen zu lassen. Einfach auf den Link klicken, Wunschbetrag eingeben und ab damit, und ihr supportet mich, um mehr und bessere qualitativ hochwertige Videos in Zukunft produzieren zu können. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle Supporter. So, dann kommen wir langsam zu den meistgestellten Fragen unter dem Crash-Video von Kroatien. Wer es noch nicht gesehen hat, hier oben ist es nochmal verlinkt, schaut gern nochmal vorbei. Und zwar geht's los mit der Frage, ja, wie gehe ich mit Stürzen um und wie stecke ich die psychisch weg? Ich sag's mal so, ich bin ganz ehrlich, ich bin mittlerweile schon mehrfach gestürzt und habe dadurch wahrscheinlich eine Toleranz gegenüber Stürzen aufgebaut. Ich will es nicht verschreien, aber ich bin ehrlich, ich habe mir bisher, hoffentlich bleibt es auch so, klopfen wir dreimal auf Holz, noch nie körperlich wehgetan. Das heißt, egal wie schnell ich war, egal wie ich abgeflogen bin, ich konnte immer selbst aufstehen, mich abklopfen und vom Unfallort weglaufen. Die Maschine sah diverse Male völlig zerstört und hingerichtet aus, aber ich selber hatte nie mehr als ab und zu mal einen blauen Fleck gehabt. Aus dem Grund habe ich vielleicht auch mit eine Toleranz aufgebaut, dass mir ein Sturz nie tief im Kopf sitzt. Das heißt, ich kann auch nach einem Sturz relativ schnell mich wieder aufs Motorrad setzen, sofort weiterfahren. Ist auch das, was ich immer jedem empfehlen würde, wenn ihr in der Lage seid und eure Maschine in der Lage ist, steigt sofort wieder auf und fahrt direkt wieder raus, um den Sturz aus eurem Kopf zu fahren. Das heißt, dass ihr den gar nicht einbrennen lässt, sondern einfach direkt wieder weiterfahrt. Ich bin in der Lage, dadurch dann auch jedes Mal direkt wieder schnell weiterzufahren, als wenn nie was gewesen wäre, und habe keine Barriere oder Blockade im Kopf. Schlimmer wär's, ich kenne es von Kollegen, wenn ein Sturz passiert, bei dem man sich körperlich wirklich wehgetan hat. Das heißt, wenn man Knochenbrüche hat oder Ähnliches, ins Krankenhaus muss und so weiter. Wenn man zum einen nicht in der Lage ist, direkt wieder aufs Motorrad zu steigen und zum anderen direkt nach dem Sturz eine lange Pause hat. Das heißt, das Gehirn hat Zeit, den Sturz lange im Kopf zu behalten, und wenn man dann wieder zurück aufs Motorrad kommt, fällt es einem viel schwerer,
Diese lange Zeit, wo das Gehirn damit verbracht hat, wie schlimm dieser Sturz ja war und was dann für Konsequenzen draus gekommen sind, wieder rauszufahren und die Lockerheit wieder zu kriegen, dass man unverkrampft auf dem Motorrad ist und fährt. Was dabei viel hilft, ist immer genau zu wissen und zu analysieren, was war der Fehler, warum bin ich gestürzt, was ist schiefgelaufen. Wenn man verstanden hat, was falsch gelaufen ist, fällt es einem am Ende viel leichter, das zu verarbeiten und kommt viel besser wieder rein. Beispiel Kroatien, ich wusste genau, es lag an mir persönlich, ich habe einfach Konzentrationsfehler gehabt, habe mich nicht auf die Sache konzentriert, bin aufs Motorrad gestiegen, ich wusste, die Technik ist in Ordnung, daran hat es nicht gelegen, nur ich muss mich konzentrieren, bei der Sache bleiben und dann kann ich auch wieder schnell fahren. Genauso hat jeder Sturz seine eigene Ursache, genauso seine eigenen Gründe, wenn man die genau analysiert, vielleicht auch mit Hilfe von Videomaterial, dann fällt es einem leichter, wieder aufs Motorrad zu steigen und das Ganze hinter sich zu lassen und wieder schnell zu werden. Wie viele Tage habe ich an meinem Motorrad geschraubt? Ich bin ehrlich, das Ganze war innerhalb von einem Tag repariert. Aber man muss dazu sagen, ich habe die ganze Vorarbeit geleistet. Das heißt, Motorrad auseinandergebaut, war in ein paar Stunden erledigt, alles sauber gemacht, alles an kaputten Teilen abgebaut, auf die Seite gepackt. Und alle Teile auf einen Schlag besorgt und gesammelt. Bevor ich jetzt anfange, hier ein Teil, da ein Teil dran zu bauen, habe ich alle Teile gesammelt. Ihr seht es im Aufbauvideo auch hier oben nochmal verlinkt. Und dann habe ich alle Teile auf einen Sitz an das Motorrad gebaut und das Ganze innerhalb von einem Tag in einer Session komplett fertig gemacht. Was hat der Unfall gekostet? Auch hier volle Transparenz lasse ich euch natürlich nicht im Dunkeln stehen. Ich habe jedes Bauteil, was ich gekauft habe, alles, was ich ersetzen musste, alles, was ich investiert habe, genau aufgelistet, habe es in Excel eingetragen. Ich blende euch hier mal die Tabelle ein und kann euch genau sagen, was der Sturz am Ende gekostet hat. Was jetzt nicht in der Excel-Tabelle mit drin steht, sind natürlich leider so Geschichten wie, dass ich über den Tisch gezogen wurde. Wie zum Beispiel mit der Gabel. Im letzten Video habe ich es erwähnt, im Most-Video. Die Gabel wurde mir als frisch revidiert verkauft, als einfach einbauen, funktioniert, Spaß haben und fahren. Am Ende hat sich herausgestellt, die Gabel ist komplett kaputt gewesen. Ich habe dafür 500 Euro bezahlt, gebraucht und musste am Ende nochmal über 800 Euro in die Reparatur und Revision reinstecken, dass die Gabel jetzt überhaupt benutzbar ist. Das heißt, ich habe am Ende allein 1300 Euro bezahlt für eine gebrauchte Originalgabel. Für ein bisschen mehr wäre ich auf dem Markt schon relativ schnell was Richtung Öhlins fündig geworden oder mit besserem Cartridge, wie auch immer. Jetzt am Ende hilft's nichts. Ich habe die Gabel, sie ist original, sie ist von Rainer von TTSL überarbeitet und revidiert und jetzt weiß ich, was mit der Gabel ist und kann sie fahren, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Genauso gibt's hier und da immer mal kleine Reibereien, bisschen Schwierigkeiten, die dann natürlich aufkommen. Die sind jetzt in der Liste hier nicht aufgeführt. Am Ende steht aber im Gesamtpreis von 4.184 Euro. Ihr seht, es ist so viel Geld in die Reparatur geflossen, trotz dass ich die Teile gebraucht zusammengesucht habe, trotz dass ich geguckt habe, dass ich die gebrauchten Teile möglichst günstig gekriegt habe und trotz dass ich alles Technische selbst repariert habe und nicht eine Werkstatt damit beauftragt habe. Am Ende ist es trotzdem so ein hoher Betrag, dafür können sich andere ein komplett neues Motorrad kaufen. Hier ist es nur die Reparatur von der R1 gewesen. Aber wie mein Kumpel immer zu sagen pflegt, R1 fahren heißt leider auch R1 bezahlen. Das heißt, nicht rumjammern, wenn man fahren will, in die Tasche greifen, reparieren und weiter geht's. Und wenn man das Ganze nimmer bezahlen will, dann heißt es nur, das Ganze gelumps verkaufen und mit dem Sport aufhören und dann gehen wir angeln oder was auch immer. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie durch bist du? Sehr durch. Ich? Gar nicht. Von 1 bis 10? Maximal solide 4. Was denn sonst?